Willkommen zu The Binding of Isaac. Beim letzten Mal haben wir es relativ weit geschafft für meine Verhältnisse. Ich bin ganz überrascht und ich würde das gerne auch nochmal versuchen. Aber ich weiß, wenn ich das nochmal versuche, dann wird daraus nichts. Ja, wird sowas von überhaupt gar nichts draus. Aber naja, ja, so. Schauen wir mal. Ja, es fängt super an. Zu Anfang gleich so ein Opferraum. Mit 100.000 Spinnen hier. Ich glaube, ich spinne. Das wird nie alt. So, Spinne, komm mal raus da. Ja, nicht. Hattest deine Chance, mich zu vernichten. Du hast leider versagt. Ja, ich bin so langsam, weil ich auf dem Spinnennetz stehe. Oh, nicht die schon wieder. Ihr seid ja noch okay. Okay, ihr seid nicht okay. Ihr habt mich gerade verletzt. Ich bin so verletzt. Das kann ich doch nicht tun. Okay, hören Sie doch. Aua. Alter, ich lasse mich schon wieder von einem treffen, ne? Gut, wir sind noch am Anfang. Noch ist alles drin. Es will nicht von mir getroffen werden. Ja, ist okay. Spreng da mal alles in die Luft. Das ist auch okay. So. Easy. Gar kein Problem. Eine Knolle. Tears up. Yay. Mehr Tears, mehr Tears. Tears, Tears, Tears. So viel Tears. Tears, 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 Tears. Ich muss so stark weinen. Hab mal jemand ein Taschentuch. Okay, ich hab Doppelträne, dann brauche ich zwei Taschentücher. Glaube ich. Ich hab keine Ahnung. Man muss auch wirklich sagen, dass wirklich vieles bei Binding of Isaac. Zum einen natürlich hat ein Skill abhängt, aber halt zum anderen auch mit dem Glück, halt, was man für Items bekommt. Mit scheiß Items kannst du eine scheiße veranstalten. Aua, Mensch, du solltest gar nicht so weit springen. Aua, nein, ich sollte gar nicht reinlaufen. Aua, Mensch, nein. Was ist denn los mit mir? Hey. Aber wenigstens ist die Spinne gleich down. Weißt du, und jetzt hast du so ein Item, das dich schon eine ganze Ecke schneller schießen lässt. Dadurch hast du den Vorteil, dass du den Gegner wesentlich schneller vernichten kannst. Und wenn ich so ein Item nicht habe, habe ich ein Problem. Oder hätte ich auf jeden Fall mehr ein Problem. Das Ding nehmen wir. Wie das aussieht. Shot Speed up. Ah ja. Also noch mehr Shot Speed up. Man kann es auch übertreiben. Aber sowas kann halt wirklich schon viel bewirken, wenn du wirklich so schnell halt schießen kannst. Zwei auf Klaps bringt mich doch bestimmt wieder nur in den Bossraum rein, richtig? War doch so, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Na, mal schauen. Erstmal euch hier. Das war der. Die Tür haben wir versehentlich aufgesprengt. Ich weiß gar nicht, dass das geht. Ach ja, komm. Oh, das ist aber schönes Feuerpentagramm. Wenn es das darstellen soll, ich habe keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel für den Itemraum, das gefällt mir schon. So, da haben wir schon mal ein Herz, das gefällt mir auch noch besser. So, was haben wir denn hier, den BH? Was macht er denn? Schaue ich mir gleich im Bossfight an oder sowas. Wir können doch hier... Oh. Nee, zwei Aufklaps bringt mich nicht in den Bossraum. Okay. Ich werde die Karten wahrscheinlich niemals auseinanderhalten können. Dabei ist es eigentlich schon relativ simpel, halt die auseinanderzuhalten zwischen den normalen Tarotkarten und den normalen Kartenkarten. Wisst ihr? Komm, den Schlüssel holen wir uns für die Truhe hier unten. Zwei Bomben für eine Truhe, wo wahrscheinlich nur Schrott drin ist. Immer eine Bombe. Und ein halbes Herz.
meiner Sterbequote ist das gar nicht mal so verkehrt. Siehst du? Da kann ich schon wieder das halbe Herz gebrauchen. Und da haben wir jetzt natürlich halt auch noch so einen Stein, den wir auch noch kaputt machen können. Was wir auch gleich tun werden. Wenn ich nicht so viel in so eine scheiß Blutdingens hier reinfliegen würde. So. Na super. Na super. The Well of Fortune. Na super. Wird bestimmt toll. Erstmal gucken wir, was macht der BH? Testen Sie es aus. Der BH ist so grausam, dass er vor zu Stein erstarrt ist. Ernsthaft? Dieser Anblick ist so furchtbar, ja? Aber guck mal, wie schnell der tot ist, aber dass wir so schnell schießen können. Das ist schon eine feine Sache. Hier kriegen wir HP ab. Und Damage ab auch noch. Wow. Gut, dann ist gerade so eine Überlegung. Wir haben hier ein halbes Herz. Hier haben wir ein halbes Herz. Wir könnten gucken, was wir kriegen, wenn wir uns da oben opfern. Fragt sie nur, wie viel wir opfern müssen. Zwei Herzen. Und da habe ich nicht mal einen Schlüssel. Kacke. Ich überlege noch, ob ich hier... Ich nehme, glaube ich, mein Yummy-Herz wieder mit, ne? Dann gehe ich jetzt wenigstens auch mit vollem Leben dann da unten runter. Indem ich jetzt hier das halbe Herz und drüben nochmal das halbe Herz einsammle. Ich glaube, das ist dann okay. Ärgert mich jetzt natürlich ein bisschen, dass wir keinen Schlüssel haben für die Truhe. Oh, naja. So. Jetzt müsste ich noch wissen, was macht denn jetzt hier meine Karte. Ach, das Ding, okay. Hätte ich eben vielleicht nochmal probieren können. Na komm. Spring wieder in meine Tränen. Spring in meine Tränen. Spring in meine Tränen. Okay, gut, dann nicht. So, dann geben wir da mal ein bisschen Geld aus. Yay, ein Herz. Geben wir hier mal ein bisschen Geld aus. Yay, nix. Geben wir hier mal ein bisschen Geld aus. Auch nix. Aber immerhin ein Herz für den Fall eines Falles. Ja, Gott, oh Gott. Und mit Damage und Speed ist das grundsätzlich schon eine feine Sache. Das gefällt mir. Könnte öfter so sein. Leider ist es das nie. Guck mal, gleich ein Schlüssel hier für meinen Raum. Das Buch der sieben Sünden. Man kann mal gucken, was es macht. Aber halt spät. Erstmal nehme ich das Herz mit, damit wir wieder die Leiste auffüllen. Theoretisch müsste ich hier wirklich die ganze Zeit halt mit dem Wiki nebenher arbeiten und immer wieder gucken, was macht das? Ist das vonnöten oder so? Ach du Scheiße. Hätte ich mal jetzt, ne? Da hätte ich. Mein Buch der sieben Sünden. Man hätte auch mit sowas rechnen können. Eine wunderschöne Braut, die sich da ausgesucht hatte, möchte ich an Frankenstein. Alter, wie weit kann die denn manchmal spucken hier? Okay, manchmal direkt vor ihre Nase. Alter. Okay, die ist weg. Frankenstein, geh wo du wohnst. Im Ernst. Ich kann nicht so weit heulen hier. Ist ja zum Heulen. Alter. Das war schon wieder viel zu knapp. Alter, ist es denn wahr? Es war so ein guter One eigentlich. Boah, ich könnte kotzen. Ich lasse es, weil ich muss es selber aufwischen. Alter, jetzt ist, ne? Jetzt ist
Ende Gelände hier. So eine gute Item-Konstellation bekomme ich wahrscheinlich so schnell nicht mehr. So wie ich mich kenne und mein Glück. Weil ich ja immer nur die Drecks-Items bekomme. Außer natürlich Unicorn. Jetzt muss ich wieder so langsam umherschießen. Oh nee. Was haben wir für einen Boss? Maggie, was meinst du? Ja, mach das. Ja, lauf rein. Finde ich toll. So viel Blut, yeah. La 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 la. La 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 la. Stunden später. Na, jetzt muss ich mich wieder dran gewinnen. Oh, jetzt dauert das wieder so lange, bis man da irgendwie mal den Gegner tot hat. Nicht so wie vorhin, so la 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 und zack, bumm, ist er weg. Das vermisse ich jetzt schon. Alter! Der will einen mobben, oder? Heißt er Mob-Pro oder Monstro? So, gib mal das her, gib mal das her. Na, wenigstens ein Tier ab. Vor Schmerz weinen wir einfach mehr. Gut. Machen wir. Yay! Wofür ich keinen Schlüssel habe. Kann das Feuer hier nicht mal einen Schlüssel droppen? Nein. Finde ich aber voll knorke. Ein Begleiter. Nehmen wir mit. Mit so einem Begleiter habe ich auch schon viel mehr Chance. Außer es ist hier der Greedy Guy. Obwohl, ich finde die auch nicht so verkehrt. Na, muss man selber nicht zum Shop rennen. Oh, nee. Nicht der schon wieder, ne? Hatten wir den nicht neulich erst? Das ist so ein Freak, weiß er, den brauche ich auch nicht. Nicht wirklich. Stunden später. So viele Kugeln, so viele Kugeln. Yay. Lass mich von allem treffen. Yay. Yay. Party. Party. Hart. So, warte, warte, warte. Wir haben es gleich. So. Oh, wir kriegen den Hyperstrahl. Ist an sich nicht verkehrt, wenn man ihn vernünftig einsetzt. Fragt sich nur, will ich den vernünftig einsetzen? Ich habe keine Ahnung. Macht er so viel Damage? Wir nehmen ihn mit. Komm, was soll der Geiz? Man gönnt sich sonst nichts, ne? So. Da mal runter da. Ach du Scheiß. Was ist denn das für ein Riesending? Riesending. Riesending. Du brauchst gar nicht weglaufen hier. Weglaufen ist keine Lösung. Und hat ein Dime gedroppt, glaube ich, ne? Ein Groschen. Nee, Nickel. Okay. Kann nicht. Ach du Scheiße. Nicht alle auf einmal. Leute. So. Und ist einer ausgebrochen. Das geht gar nicht. So, nur noch einer. Da ist auch noch so ein falscher Stein, hätte ich jetzt fast gesagt. So ein Dingenstein hier mit X drauf. Wofür ich jetzt keine Bombe habe. Ich habe natürlich meinen Schlüssel für den Itemraum. Worüber ich mich jetzt schon ärgere. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt auch keinen Schlüssel weiterhin.
Na gut, mit der Einstellung sowieso nicht, aber trotzdem. Ups. Brauch gar nicht so rumheulen hier. Ach, siehst du, da haben wir einen Schlüssel. Gleich erstmal oben einsetzen. Erstmal gucken, was kriegen wir. Die Blutspritze. Ah ne, ist Poison Touch. Okay, gut. Okay. Damit vergiften wir hin und wieder mal den Gegner. Das ist okay. Kann man machen. Muss man nicht. Kann man. So ein bisschen Giftschaden schadet ja nie. So. Komm schon. Gehen wir aus dem Weg. Wow. Noch so ein Ölblob. Ich mag es auch nicht, zugeölt zu werden. Braucht keine Ölung. Würdest du bitte sterben? Ich will nicht zu nah an dich ran, weil ich weiß, dann laufe ich in deine Ölpfützen rein. Deine Ölblobs. Leider nicht. Nicht lange fackeln, einfach machen. Nö. Nö, danke. Wäre ich fast reingerannt hier. Hätten wir nochmal so einen Stein, den wir theoretisch umhauen können, aber ohne Bomben ist halt schlecht. Dann ist es halt nicht so bombig. Dann gehen wir mal zum Boss. Mega fast leid, Junior. Ich bin nur ganz kurz auf die Leertaste gekommen, dachte mir dann so, ja nee, machst du lieber später. Ich glaube fast, dass das Herz dann wirklich besser gewesen wäre. Weiß halt auch nicht, wie viel Schaden diese und so ein Hyperstrahl überhaupt macht. Aber unsere Gift- und Tears-Up-Kombination macht schon viel Damage. Damage up und Range, yay! Ja, ist okay. Kann man machen. Leider links gehe ich gar nicht erst rein. Yay! Giftbombe, yay! Wir haben echt gar nichts im Moment, ne? Weder Bomben noch Schlüssel. Wie soll denn das noch weitergehen? Oh shit. Da hinten dieses weiße Block, der viel zu viele Projektile schießt, ne? Brauche ich nicht. Nee, brauche ich nicht. Ach, siehst du, haben wir wenigstens einen Schlüssel. Wir haben zwar viel Leben verloren, aber... Naja, was soll's. Man kann nicht alles haben. Ja, lauf rein. Lauf nochmal rein. Fast nochmal reingelaufen. Oh. Oh. Würdest du bitte aufstehen? Danke. Ich lasse mich immer wieder treffen von den Scheißdingern. Immer. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe nichts getan. Was ist das? Das ist nicht hier Vampirzähne, ne? Bloody Lust Wage. Aha. Also möchte gern Rambo, ja? Okay. Ich werde das wahrscheinlich eh nicht lange erleben können, was das jetzt macht, weil ich habe ja nur einen Lebenspunkt. Und den gebe ich da bestimmt nicht aus. Gucken wir mal, was haben wir hier? Viel zu viele Fliegen. Okay. Er wird irgendwie immer roter. Ist das jetzt gut? Au. Das könnte mein Untergang sein. Kein Herz? Ernsthaft? Leute, ich brauche mein Herz. Okay, gut. Kann ich knicken.
Irgendwann kommen wir mal ans Ende. Aber nicht heute. Und vielleicht beim nächsten Mal, man weiß es nicht. Ja, ich denke mal nicht. Ich denke mal, es wird noch ein paar Übungsfolgen echt brauchen. Ich überlege auch noch, ob ich das dann irgendwie mal offscreen tatsächlich mal spielen sollte, damit wir hier im Let's Play nicht nur rumgurken, sondern auch mal irgendwie was vernünftig auf die Beine kriegen können. Muss ich mal schauen. Ja, aber theoretisch würde es sich anbieten. Gut. Wir sehen uns dann jetzt erstmal in der nächsten Woche dann wieder zur nächsten Folge von The Binding of Isaac. Bis dahin, viel Spaß dann noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.